Herzlich willkommen zu einer Folge Karte. Ups. Der Karte noch einen Marsch. Wir werden jetzt voll in die Erde einsteigen. Das heißt, wir machen mal einen Abfahrer fertig. Für Raps. Wir werden gleich den zweiten Mähdrescher auch die Spur schicken. Auch Raps. Dann können wir noch einen Abfahrer erledigen. Machen wir alleine. Das kriegen wir alleine hin. Machen wir ein Licht machen hier. Da haben wir unsere blauen Hänger hier. BGA können wir auch morgen machen. Wir haben noch Gras. Gras muss noch gemäht werden. Das Gras machen wir schön im Hellen. Das hatte ich aber gesagt, das wird wahrscheinlich halt so kommen, dass beides zur gleichen Zeit zu 100% reif ist. Natürlich ungünstig für uns, weil wir jetzt natürlich mehr Arbeit haben. Zur gleichen Zeit. Und gut, bei Gras fährt nicht so dramatisch, da könnte auch Regen kommen. Aber bei Raps und Getreide ist Regen nicht so ideal. Aktuell ist Vorhersage bewölkt. Dünger, Blocking. Was heißt das? Blocking. Ach, der ist fertig. Raps 50%. Wer war fertig? Wie fährt der noch? Achso, 41. Wer war fertig? War noch nicht fertig. Ich kann mal gelesen. Also ich war schwarz hier. Das nicht geht. Dann breche ich es ab. Der hat nicht gegangen. Richtige Feld überhaupt. Dann fahren wir in Richtung, das ist doof. Dann brechen wir den ab. Dann fahren wir in Richtung Hof, weil das mir jetzt zu. Riskant. Beziehungsweise lohnt sich ja nicht. So, der hat fast die Runde geschafft. Der wird die auch schaffen. Wir werden mal den zweiten nehmen und gleich auf Feld 14 fahren. Hallo Justus, Feld 14. Wenn du gerade zuschaust. So, ich bin rausgefahren. Bei dem Stall. Das ist typisch. Er macht nichts. Wird ja bald hell. Wie gesagt, dadurch, dass ein Wachstum im Gang ist, werden die Felder auch nicht mehr düngbar sein und dadurch ist die Mission hinfällig. Gut, die anderen Felder sehen aus, die noch gemacht werden, aber ich schätze mal, die gehen auch nicht fertig zu machen. Schätze ich. Nicht früher einfallen lassen müssen sollen oder so. Ne? Gut, ist halt nicht so. Nur so kaufen. Vernünftig kalt, ne? Toll.
Das ist natürlich toll und bei Kalk ist ganz woanders, ne? Und bei der Kalkstreuer. Mein Gut, man kann auch mit normalen Düngerstreuer kalken. Das ist kein Problem. Da können wir jetzt nicht hin. Der Drescher ist an einem ungünstigen. Der fährt gleich weiter. Das ist noch blöder, weil im Dunkeln sehe ich gar nichts. Miserables Licht. Gut, lass mal fahren. So, Einstellung. Gerät auffüllen. Lohnzahlung. Aktiviert. Was ist das hier? Alte Zeit. Was besser, also hier mitfahren und so, das ist im Dunkeln sowieso nicht gut, weil die Fahrzeuge dazu einfach zu schlecht Licht haben. Ich habe nicht, nichts gesehen, also besser, das steht dann. Dadurch verlieren wir, was meldet er hier an, eine Fläche zur Ernte? 68.000. Gut, er hat schon eine Runde gefahren, 70.000. 50.000 hat sich mal vorbeigelaufen. Das zeigt dann nämlich an der Mod hier und gut, ich habe ihn einfach nicht getraut. Jetzt sehen wir den Drescher nämlich nicht, das ist ein einziges Problem. Hat da vorne, ne? Nee, kann ja nicht sein. Der muss hier irgendwo sein. Ja. Oder fährt er noch? Nö. Hat er dann kein Licht an, Junge, Junge, muss doch Licht anmachen. Nur eine schwache Funzel. Bleib stehen. Oh, das ist besser. Da leben wir alle im Rücken hier. Keiner im Haufen gefahren ist. Wo ist das Reh? Wo ist das Reh? Wo ist das Reh? Raus hier, raus hier. Ernte. Hat einen Hund gemacht, aus Glück hat er gesprungen, weil er so klein war. Da, Vögel, die Sauen hier. Fressen sie immer den Raps gesund und dick. So. So. Das nächste Problem, wir müssen Ballfressen kaufen für Stroh, weil die anderen sind ja beschäftigt mit Gras. Irgendwann nehmen, weil Lose wollte ich eigentlich nicht einsammeln. Obwohl, das können wir nicht machen. Normalerweise für das Futterdings, da können wir schon machen mit Digo. Ah, wird schon langsam bis hell, geht's ja. So. Abhängen, aufmachen, das geht mir jetzt ganz gut. Jetzt können wir den auf 1 spielen, auf 1 beim Ernten und 1 spielen. So. Teile einfach dicht machen. Wir werden einfach mal das nächste Radzeug uns vornehmen.
Aber das kann nicht stimmen mit Lohnzahlung. Doch, es könnte stimmen, weil das sein. Machen wir eine Berechnung. Feldarbeit. Losgenerierung 14. 2. Wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde mal einen Klav kaufen. Wir haben jetzt die volle Ernte. Wir können jetzt theoretisch einen Drescher auf die Kale ausgeben. Aber die müssten da zwei arbeiten. Oder wir machen den einen für 2 und für 15. Das heißt, die Kale, also wir gehen mal in den Shop. Und gucken, wer da alles steht. Aufgerückt. Mal sehen, irgendwann, da sind ja auch Fluss. Gut, wir kaufen ein Drescher. Und wir haben das Paket genommen und da wäre blöd, wenn wir das mal nicht nutzen würden, ne? Was natürlich schwach ist und man hier nichts ändern kann, ne? Aber ist wahrscheinlich auch nicht vorgesehen, weil die Betriebe, die haben dann hier keine großen Möglichkeiten. Da das Serienproduktion und gut ist, ne? Alles andere ist extra und natürlich auch das ist teuer. So, Schneidwerk. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, das Original ist natürlich ohne. Naja. Hat ja nur die 12 Meter und das ist mir passt Verband nicht, ne? Ich muss diesen nehmen. Weil der hat nämlich die 13,5 und den habe ich nämlich überall. So, Design, Case, Glas. Glas. Jetzt weiß ich nicht genau, wie Glasfarbe ist. Ist mir im Grunde auch egal. Grün war irgendwie gewesen, ne? Ich hab grün gehabt. Das bestimmt nicht. So könnte das sein. Theoretisch. Ich weiß es aber nicht genau. Hier ist wieder Geld weg, ne? Oh, jetzt machen wir auf 5 oder auf 1. War das nicht so? Wenn wir jetzt. Wir brauchen sowieso mehr Maschinen. Gerade für die Ernte ist es wichtig. Locking. Machen wir erst die 5 oder die 2? Und die 2 liegt auf dem Weg, ne? Die 13 wollte ich eigentlich verwandt machen. Mit 3 Drescher. Und den ersten Fluss mit einem großen Schwadder auf einen Schwad bringen und dann, dann pressen, und das ist ein Beispiel, eine Option. Oder wird halt, ach, und Dings wollen auch noch Dings haben. Ah. Das könnte man dahin fahren normalerweise. Was ist denn da wieder los?
Hat er die Kurve nicht gekriegt? Hat er nicht. Ja, gut. Ist der Zaun noch ein bisschen dicht dran, ne? Ist ja voll, anders, bei 83%. So. Ach so. Das wollen wir umbauen. Normalerweise hat er so ein Schneidwerk nicht, aber das wäre mir echt zu umständlich, anders zu arbeiten. Zumal die ja, die, wenn du Verband arbeiten wirst, sieht gleich weiter raus, ne? So. Jetzt mal gucken. Und mal aufklappen. Macht der ja schön, ne? Dann mal gleich schauen, dass er auf. Gleich die Hexe, das ist wichtig, das ist ganz wichtig. So, Feldarbeit, Kursgenerierung, 2 Vorgewände, reich. Schön mit 10 km/h, das ist gut. Stroh kümmern, später kümmern. So. Jetzt können wir uns den beiden Abfahrer kümmern hier. Das ist typisch. Jetzt bin ich ein bisschen ja nicht in den Frucht reingefahren. Garantiert. Ich wollte auch Mais verkaufen, dann einfach mal Pump machen. Ne? Ich überlege, ob wir dann noch verkaufen. Das ist nicht günstig. Der steht sogar sehr günstig. Hier brauchen wir erstmal Kalk. Das können wir in aller Ruhe machen nachher. Nach der Ernte. So, liebe Zuschauer, das geht gleich weiter, aber jetzt beendet man die Folge. Ich sag mal Tschüss und Winke-Winke. Ciao, ciao. Und hört uns vielleicht in der nächsten Folge. Ich danke mal fürs Reinschauen. Und nochmal Tschüss, bis zur, ja, hoffentlich nächsten Folge. Tschüss.